Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Heute geht es für uns an die Pony-Sporttage Aarberg. Wie ich auf Insta schon erzählt habe, das Turnier, das ich seit 2010 wirklich jedes Jahr starte und jedes Jahr eine Plakette gewonnen habe. Also für mich eine sehr, sehr grosse Tradition, weil sogar während Corona immer vorgesetzt wurde. Und so ist es immer am ersten Wochenende im September und wird organisiert vom Schweizerischen Verband für Pony und Kleinpferd, Abteilung oder Sektion Seeland. Und heute werde ich zuerst, also ich werde das Equipenspringen starten mit der Nico. Bin ich schon vor 2 Jahren mit ihr gestartet, dann hat sie aber ein Hangs Ross gegeben. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Verlinken. Und vorher starte ich am Nachmittag noch die Einlaufprüfung. Das ist ein 2-Phasen-Springen auf 80 cm, wo aber alle in die zweite Phase kommen, auch die, die Fehler haben. Und also es ist 2-Stufig, die erste Stufe 75 cm und die zweite 80 und ich starte aber 80 cm. Das Equipenspringen ist dann ein Nachtspringen. Dort starte ich 80 cm und Nicole 90 cm. Und wir starten natürlich mit unseren beiden Freebies. Und das Team heisst Super Freebies. Und ja, mal schauen, wie viel ich mitnehmen kann. Zwischen Einlaufprüfung und Equipen gibt es eine recht grosse Pause, wo ich noch ein bisschen der zweiten Einlaufprüfung und dem ersten Equipen zuschauen kann. Ich starte eben in der ersten Einlaufprüfung und im zweiten Equipen. Aber der Lemmy steht ja gut im Anhänger und das sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ich darf herzlich gratulieren für den ersten Rang. Tamara Faber mit dem Lemming, Startnummer 19, 0 Punkte, in einer Zeit von 29,91 Sekunden. Herzliche Gratulation an Tamara Faber.